Kollektion von der Eva Lutz gefallen? Großartig. Also was ich besonders mag natürlich, sind die Pastelltöne, aber eben auch Tricolor. Ich habe das ja selber von ihr heute an. Das finde ich einfach, das ist sexy und spannend. Und es gibt immer so eine Gratwanderung in den Farben. Aber das ist ganz toll. Und heute haben wir zum Beispiel auch Silber und Gold zusammen gesehen. Hammer. Finde ich auch ganz richtig. Darf man endlich mal zusammentragen. Bist du schon länger Fan von der Eva? Ja, ich bin schon ganz lange Fan von Eva. Und habe aber lange auch gar nicht getraut, mal zu fragen, ob ich dann vielleicht auch mal ein Kleid haben dürfte. Das war aber alles gar kein Problem. Und ja, ich bin ein großer Fan, weil die Schnitte sind alle tragbar. Ich bin eine 40, manchmal eine 40, 42. Für mich ist immer was dabei. Und wenn da steht 40, dann ist das eine 40. Und das finde ich eben gut. Also ich muss mich da nicht reinzwängen. Wie hat es dir denn gefallen? Mir hat es gut gefallen, aber ich müsste sagen, bitte Männermode. Wann wäre denn das? Ich meine, nachdem du jetzt schon so schön angezogen bist, ich muss ja nachlegen. Wir können uns doch nicht immer in sowas retten hier. Also bitte, liebe Designerin, ich möchte meine Männersachen haben. Ganz schön. Liebe Eva Lutz, ganz persönlich nochmal, liebe Eva Lutz. Sie ist schon schön, Kathi ist schön, ich möchte jetzt auch schön werden. Bitte mach was für mich, bitte, bitte. Eva, mach die Männer schön. Danke, ja, auch das. Wie hat denn die neue Kollektion von der Eva Lutz heute gefallen? Ich bin ganz begeistert. So wunderschöne fließende Schnitte, fließende Stoffe, bezaubernde Farben, schöne Models, reizende Frauen und alles in allem etwas absolut Feminines. War denn ein Outfit dabei, wo Sie sagen, ach, da muss ich jetzt demnächst mal reinschlüpfen? Ja, das ist das Schwarze, der schwarze Hosenanzug mit der rosa Schleife. Länger Fan von der Eva? Ich kenne Eva Lutz noch nicht sehr lange, aber ich habe sie jetzt gerade kennengelernt, persönlich. Und ich bin auch von ihr als Frau und als kreative Persönlichkeit sehr begeistert. Ihr seid doch sicherlich ganz große Fashion-Fans, oder? Ja, also wir freuen uns immer riesig auf die Berliner Fashion Week. Wir kommen dann immer relativ früh, um alle Shows mitzumachen und sind ganz, ganz viel unterwegs.
Seid ihr Fans von Eva? Ja, wir sind Riesenfans von Eva. Wir ziehen auch auf fast jedem Event Minks an. Also wir tragen eigentlich gar nichts anderes mehr, weil sie hat ja auch alles in ihrer Kollektion. Ne? Also von sportlich, casual bis mega elegant. Also wir würden uns auch vorstellen, in Minks zu heiraten. Ja, stimmt, eigentlich schon, genau. Dann mit oder ohne Lichter im Zaum? Gerne auch mit Licht. Ich fand das eine richtig gute Idee. Ja. Also das war ein ganz toller Effekt und für eine Hochzeit, warum nicht? Ne? Wenn es wirklich den ganzen Abend brennt, finde ich das super. Ja, und du mir das nicht austrittst und kaputt machst, ne? Und so, man läutet ja dann vielleicht auch in der Kirche am Altar richtig. Wenn dann so, genau. Man schwebt wie so ein Engel wahrscheinlich am Altar. Wie ein leuchtender Engel, ja. Ja. Hat euch denn ein Outfit besonders gefallen, wo ihr sagt, da müsst ihr die Tage mal reinschlüpfen? Ja, also dieses eine lange taubfarbene Kleid. Der Schnitt war der Hammer, das Material war der Hammer und das werden wir definitiv im Doppelpack noch tragen. Ja, bei dem nächsten Red Carpet Event. Ja. Ja. Sehen wir euch noch bei anderen Shows heute? Heute nicht mehr. Wir gehen jetzt nach Hause. Morgen sind wir noch bei einigen Shows. Wir gehen gleich ins Soho-Haus zum Klamp-Cocktail. Und dann geht es noch am Freitag zum Gala Fashion Brunch. Und dann geht es nach München. Ja, genau. Dann sehen wir uns ja vielleicht in München mal. Genau, bis dann. Bis dann, schöne bis dann. Zeit. Tschüss. Hallo Eva, erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Kollektion. Wie inspiriert man sich als Designer, immer wieder sich auch ein bisschen neu zu erfinden? Es ist eigentlich ein Fortführen von dem, was man hat, was man kann. Ich bin ein sehr haptischer Mensch. Ich gehe ganz stark über die Qualitäten. Jede neue Stoffmesse inspiriert mich. Ich habe nächste Woche schon die erste Messe für den Winter wieder. Und ich freue mich drauf, weil durch das Fühlen entstehen schon sofort die ersten Bilder. Und es läuft von alleine, muss ich sagen. Der Engelsschein bei der Hochzeit nicht oben, sondern unten im Kleid. Spektakuläre Inszenierung. Also wirklich sehr schön. Trägt man das in Zukunft in deinen Augen? Ich denke einfach, dass man mit solchen Optiken neue Geschichten schaffen kann. Und es war mir wichtig, auch das Thema Technik mit Mode zusammenzubringen. Es ist ja die Fashion Week Berlin nicht immer so, wo man sagt, ja, man muss da hingehen. Ist das überhaupt noch ein Fall? Wie siehst du das? Ich sehe das einfach anders. Ich mag Berlin. Ich finde es toll, wie die Fashion Week sich entwickelt hat. Es kommen immer mehr Messen dazu. Es gibt wahnsinnig viele Shows. Viele meiner Kunden sind einfach hier und informieren sich. Sie sind durch die Messe inspiriert, sie sind durch die Stadt inspiriert. Ich finde es wichtig. Ja, liebe Monaco Deluxe-Freunde, das war's wieder von der Fashion Week Berlin heute. Ich trinke jetzt hier noch einen schönen Mumm, bevor die nächste Show losgeht. Und ihr wisst ja, hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen hoch da. Und ihr wollt die nächsten Videos der Mercedes-Benz Fashion Week sehen, hier abonnieren draufklicken, damit ihr keine Folge verpasst und solltet ihr mit Handy oder Tablet gucken, einfach unten bei der Infobox auf den Link klicken. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.